Ja, meine Damen und Herren, hier in der LVZ-Autorenarena geht es jetzt weiter. Ganz kurz noch einmal der Hinweis, Uwe Steimle ist leider erkrankt, er wird heute nicht kommen und deswegen sind wir jetzt auch ein bisschen später dran. Ich begrüße ganz herzlich den Großmeister des deutsch-französischen Verstehens und vielleicht auch der deutsch-französischen Verständigung, Alfred Grosser. Alfred Grosser hat ein Buch geschrieben, Die Freude und der Tod, eine Lebensbilanz. Und in diesem Buch kommen unglaublich viele Themen vor, nämlich vieles, was ihn in seinem Leben bewegt hat. Und deswegen haben wir eigentlich auch sehr viel Stoff. Ich möchte doch aber mit aktuellen Themen vielleicht mal beginnen, denn die deutsch-französische Freundschaft hat seit dem Zweiten Weltkrieg immer mal wieder sehr gut funktioniert, gelegentlich hat aber auch, wie man so sagt, der Motor ein bisschen gestottert. Und die Frage ist im Moment, angesichts der Ereignisse in Libyen, stottert der Motor wieder? Denn Frankreich ist für eine militärische Intervention, Deutschland ist dagegen. Und das hat sich auch niedergeschlagen in einem unterschiedlichen Abstimmungsverhalten im Weltsicherheitsrat. Ja, aber Ihr Außenminister, der ja bekannt ist für seine talentöse Intervention, er hat schon gesagt, dass die Entscheidung Sicherheitsrat richtig war und Deutschland hat doch sich der Stimme enthalten. Natürlich kann ich verstehen, dass man sich nicht in einen neuen Konflikt einwickeln lassen kann. Afghanistan genügt. Aber was kann man denn tun, außer diese militärische Drohung, um zu verhindern, ein Blutbad von Gaddafi gegen die Aufständigen? Und nun darf man hoffen, dass wenn er auch Benghazi erobert, dann kein Blutbad entsteht. Und in diesem Sinne finde ich, dass die Entscheidung des Sicherheitsrats richtig gewesen ist. Und dass Deutschland ein bisschen zu vorsichtig gewesen ist. Genauso wie vor wenigen Tagen die Kanzlerin umgeschwenkt hat auf Gebiet Atom. Was übrigens wahrscheinlich doch in der Form rechtswidrig gewesen ist. Denn man kann ein Gesetz nicht einfach abschaffen durch eine Erklärung. Und momentan sehe ich lieber zum ersten Mal seit langer Zeit, dass mein Präsident in einem Punkt recht haben kann. Das merkt man auch in Ihrem Buch. Sie sind ansonsten nicht unbedingt ein Sarkozy-Fan. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Ja. Okay. Also da haben wir jetzt schon einige Themen. Wir wollen auch über Atomkraft reden, die man ja in Frankreich und Deutschland sehr unterschiedlich bewertet. Ich möchte doch noch mal ein bisschen bei Libyen bleiben. Sie waren ja auch immer jemand, der gesagt hat, Frankreich muss seine Geschichte in Nordafrika, speziell in Algerien, immer noch ein bisschen aufarbeiten. Sieht man im Moment nicht das große Versagen der europäischen Staaten und vielleicht Frankreich voran, weil es besondere Interessen in Nordafrika hat angesichts der Ereignisse dort? Nein, das große Versagen ist auch bei Ihnen. Wenn Sie nicht versagt hätten, könnten Sie das Sarrazin-Buch nicht loben. Denn wir haben genau das, was ich erhofft hatte, natürlich nicht vorgesehen habe. Ich habe nie was vorausgesehen. Aber die Tatsache, dass wie 1956 in Budapest, wie 1968 in Prag, hat man gesagt, nach so vielen Jahren Indoktrinierung können Sie die Freiheit gar nicht mehr verstehen. Hier ist gesagt, oh, diese Moslems, die brauchen besondere Werte. Die Freiheit ist gar nichts für die. Und da stehen die Jugendlichen auf, riskieren ihr Leben für die Freiheit. Da sollte man zuerst mal beklatschen. Das ist das Erste, was wichtig ist. Und man hat es eben nicht getan. Man hat sofort gesagt, Herr, um Gottes Willen, vielleicht kommt jetzt ein extremer Islamismus. Der kommt gewiss. Wir haben nach 1945 angefangen, die deutsch-französische Arbeit, direkt nach dem Krieg, in der Hoffnung, dass wir die jungen Deutschen beeinflussen konnten, an die Demokratie zu glauben. Und das ist gelungen. Wenn wir gesagt hätten aus Frankreich, Grenze bleibt zu, wir machen wie Frankreich mit der Weimarer Republik, die bleiben ausgestoßen auf immer, dann hätte es Neonazis per Million gegeben. Dass wir sie verstehen wollten, hat dazu geholfen, dass die Bundesrepublik sicher für die Freiheit steht. Trotzdem bleibt die Frage, für wen setzt man sich jetzt militärisch ein? Man weiß am Ende ja gar nicht, wenn Gaddafi nicht mehr an der Macht ist, wer dann an die Macht kommt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ja, eine Flugverbotszone, die wird die Gaddafi-Schergen nicht daran hindern,
in Benghazi einzumarschieren, weil sie da auch schon mit Bodentruppen stehen. Ja, aber Gaddafi will wahrscheinlich nicht noch mehr provozieren, er hat schon genügend provoziert. Und unser Präsident hat furchtbar provoziert, indem er plötzlich, ohne seinen Außenminister zu informieren, ohne sogar seinen außenpolitischen Berater zu informieren, die Benghazi-Leute anerkannt hat, als sei sie eine echte Regierung.